Doch langsam hatte ich den Dreh raus. Ich ermahnte Schülerinnen, Datum und Überschrift niemals zu vergessen. Ich kontrollierte Hausaufgaben und hatte eine Schülerin sie vergessen, dann gab es einen Strich. Und nach 3 Strichen ging es für sie auf den Strich. Denn da landet man, wenn man nicht immer brav seine Hausaufgaben macht. Ich schaute mir von einer Lehrerin die Methode des beleidigten Smileys ab. Wenn es laut war, machte man den Kreis. Wenn es dann immer noch nicht leise war, machte man 2 Augen, dann eine Nase und dann einen beleidigten Mund. War der Smiley komplett, gab es eine Zusatzaufgabe. Ich weiß, für erwachsene Menschen wirkt so etwas irgendwie lächerlich, doch auf Fünftklässler macht sowas wahnsinnig Eindruck. Die 5a hätte sich ja nie erträumt, dass ich zu solch skrupellosen Methoden in der Lage war. Doch schon war der Kreis an der Tafel. Psst, psst, er macht den Kreis, er macht den Kreis! Wenn du nach den ersten beiden Packungen Chips die dritte nicht mehr aufkriegst, weil deine Finger zu fettig sind. Wenn der Automat den Schein nicht nimmt, wenn, nachdem er ihn endlich doch genommen hat, jetzt das Bueno in der Spirale steckt, wenn dir des Nachbars Pudel gern des Pudels Warenkern zeigt, indem er dir jeden Tag ein Häufchen vor die Türe kackt, dann weißt du, dass der Teufel heute im Detail, in den kleinen Dingen steckt. Doch das war nicht immer so. Früher, da regierte der Teufel mit dem Bösen als Peitsche, geißelnd gar den Weltenlauf, brachte Leid, brachte Trauer, brachte Böses über die Menschen, konnte Pest streuen und Schiffe versenken, er fand das Rad, ja, aber nur um Menschen zu rädern. Ich weiß warum, wegen euch, ja, wegen euch. Ja, jedes Jahr muss doch alles noch größer, geiler und mindestens doppelt so YOLO werden wie im Jahr zuvor. Und genau deshalb auch hat schon jeder Dritte dieser mit Celebrations-Musik unterlegten Tage seine eigene wochenlange Werbekampagne, die ihm wie die 4 weiter der Apokalypse vorauseilt. Das sind Rumpradinen 2 Wochen vor dem Muttertag noch gar nichts. Schon Mitte Januar wird man mit Valentinstagswerbung bombardiert. Der Valentinstagskapitalismus in Form einer Rose. Aber das reicht uns nicht. Nein, 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 das reicht uns nicht. Seit neuestem empfiehlt das öffentlich-rechtliche Fernsehen und jeder Lifestyle-Blog seinen Partner mit Sexspielzeug zu überraschen. Geile Idee. Hey Babe, ich habe die 50 Shades of Grey Collector's Edition gekauft mit Equipment. Da sind sogar originale am Set benutzte Liebeskugeln dabei und an der Peitsche klebt noch Blut. Wir drehen heute einen richtig geilen romantischen Hardcore-SM-Porno. Beate und Use verdienen an diesem Tag mehr als jeder Blumenhändler. Ich hätte mein ideales Leben ewig weiterleben können, wenn mir nicht meine Freundin in die Quere gekommen wäre. Wir lagen nach der für mich einzig relevanten Gymnastik im Bett und ich schnaufte aufgrund meiner Anstrengung. Meine Freundin fragte mich, geht's dir gut? Ja. Aha. Mehr sagte sie nicht, da war wohl was im Gange. Es ist ja auch nicht zu übersehen, dass du gerade ganz gut in Form bist, sagte sie und schaute auf meinen Bauch. Ich ignorierte diesen Blick und meinte und sagte, du meinst, weil mein Penis schon wieder einsatzbereit ist? Von mir aus ab in die nächste Runde. Nein, das meine ich nicht. Vor allem, so wie du gerade schnaufst, wirst du nur auf mir bzw. in mir kollabieren. Was anderes, was mir gerade einfällt. Ich habe heute beim Herfahren gesehen, dass du dir gegenüber von einem Fitnessstudio wohnst. Natürlich ist dir das erst heute aufgefallen. Nach 2 Jahren Beziehung, nach 2 Jahren Rauchen auf dem Balkon und nach 2 Jahren synchrones Kopfschütteln über die Besucher des Fitnessstudios. Wichtig war jetzt nur eine passende Antwort zu finden. Echt? Der großartige, Schlangensätze bildende und sie trotzdem grammatikalisch korrekt zu Ende bringende Pascal Simon. Einen Riesenapplaus bitte.